Der Mensch wird nicht verletzt von dem, was geschieht, sondern vielmehr von seiner Meinung darüber. Das ist ein sehr schönes Zitat. Und das Zitat zeigt, dass eigentlich nur die Reaktion auf das, was geschieht, uns verletzt und nicht die Sache selbst. Also unsere Meinung darüber, welche Meinung wir darüber haben, ob wir das für gut befinden oder ob wir das für schlecht befinden. Und ein anderes Zitat, was auch dazu schön passt, ist: Der Geist ruht in sich selbst und in sich selbst kann er den Himmel zur Hölle machen und die Hölle zum Himmel. Auch sehr schön. Also das zeigt wieder, dass wir die Macht haben, wie wir reagieren auf Dinge. Und nur weil Dinge uns als schlecht beigebracht wurden, von Schule, Eltern, Freunden, Gesellschaft, Medien etc., heißt es nicht, dass wir das beibehalten müssen, sondern im Gegenteil. Wir sind sogar aufgefordert, um ein glückliches Leben zu führen, diese Dinge, die Reaktion, unsere Meinung zu den Dingen zu ändern und zu hinterfragen und flexibel zu halten. Denn auch wenn man eine andere Meinung hat als die meisten, heißt es nicht, dass diese Meinung immer vorteilhaft ist für die Situationen, die geschehen. Sondern man darf seine Meinung flexibel halten und dadurch kann man auch immer das Positive in den Dingen sehen und dann kann der Geist in sich selbst die Hölle zum Himmel machen. Die meisten machen aber den Himmel zur Hölle. Also es ist gar nicht so alles in Stein gemeißelt, wie wir das alle immer denken, sondern es ist sehr, sehr variabel, was wir worüber denken und wie wir uns dann nämlich fühlen nach diesen Gedanken. Das ist nämlich entscheidend. Ein Gedanke, eine Meinung über etwas, ja, woraus dann ein Gedanke entsteht, das Weltbild, ja, hat ja dann, man reagiert auf gewisse Dinge mit dem eigenen Weltbild und das eigene Weltbild, in das passt es nicht rein und dann macht man sich Gedanken darüber oder regt sich auf, Wut, Groll, Hass oder irgendetwas in dem Sinne kommt dann hoch durch den Gedanken. Man kann also durch andere Gedanken, durch ein anderes Weltbild, durch andere Meinungen, andere Gefühle hervorrufen. Positive Gefühle, Gefühle der Dankbarkeit, der Liebe, der Empathie. Auch wenn man mit Dingen nicht einverstanden ist, das andere machen. Man kann versuchen, sich in diese Leute hineinzuversetzen, weil man von vornherein dieses Abwehrschild nicht hat. Diese zwei Zitate, die ich gerade genannt habe, die habe ich aus einem Buch von Dale Carnegie. Das heißt Sorge dich nicht. Und dann kommt noch irgendwas vom Titel, aber Sorge dich nicht, irgendwas von Dale Carnegie. Und der beschreibt das wunderbar und hat auch sehr viele Geschichten von Menschen in seinem Buch, die quasi schon am Rande des Nervenzusammenbruchs waren, weil sie sich so viel Sorgen über alles Mögliche gemacht haben. Und erst als sie erkannt haben, dass der Geist in einem selbst, ja, dass jeder in seinem Traum lebt, jeder sieht die Welt komplett anders. Und deswegen kann man Dinge auch nicht verallgemeinern oder von anderen Ratschläge für bare Münze nehmen oder eins zu eins übernehmen, sondern man kann sich seinen Geist frei und selbst erschaffen, seinen Traum, in dem man lebt sozusagen. Deshalb kann man auch die Bewertung und die Meinung über Dinge und ob man sie als gut oder schlecht befindet, ändern. Ja? Problem ist nur, wir haben kein Vertrauen, dass wir das selbst können. Wir haben kein Vertrauen, dass wir der Herr über unseren Geist sind. Wir vertrauen auch nicht in unsere Stärke, in unsere Resilienz. Wir haben vieles auch nicht gelernt in der Erziehung vielleicht, dass wir das dürfen, sondern wir haben gelernt, fremdbestimmt zu leben und Dinge, die uns gesagt werden, auf die zu hören und unseren Wert darin zu bemessen, was andere über uns sagen, was die Schule über uns sagt, was, ob wir eine gute Arbeit haben, ob wir Geld haben, welche Freundin wir haben. Also diese Wertigkeit nicht aus uns selbst rauszuholen, sondern diese Wertigkeit quasi den anderen, die Wertung den anderen zu überlassen. Das ist das, was wir gelernt haben. Und das müssen wir erstmal ablegen. Wenn wir das abgelegt haben, können wir sehr schön und sehr schnell unser Weltbild ändern und hängen auch nicht mehr so an diesem Weltbild fest, sondern werden weicher, ja. Und dann ist auch eine andere Meinung nicht mehr so schlimm, ja. Dann sehen wir andere Meinungen nicht mehr so als kleinen Tod, wenn wir uns auf diese Meinung einlassen würden. Und dann bekämpfen wir diese anderen Meinungen nicht mit allem, was wir haben. Und wir bekämpfen diese anderen Meinungen auch oft
mit einer Vehemenz und mit einer Unbewusstheit dahinter, dass wir den anderen Menschen sehr, sehr schaden und wir merken es nicht mal. Wir denken, wir sind im Recht, ja, das, wie, so soll es sein und anders geht es nicht. Und ich bin im Recht und durch dieses Festhalten schaden wir den anderen auf eine Art und Weise, wo wir es gar nicht bemerken, wie sehr wir anderen Menschen dann schaden, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir das loslassen, ja, dann hören wir nicht nur auf andere Menschen zu schaden, sondern vor allem auch uns selbst zu schaden, denn wir selbst haben ja auch diese Emotion in uns, dieses Groll, diesen Hass, dieses, oh, wie kann man nur, ja, diese Emotionen sind ja keine schönen Emotionen, wir sagen, ach toll, das hat ja nichts mit Liebe zu tun, das ist ja das Gegenteil. Und wenn wir das loslassen, dann können wir auch diese Emotionen, diese positiven Emotionen wieder mehr fühlen und schaden uns im Endeffekt nicht selbst. Wir belohnen uns dann selbst, weil wir eben merken, dass unser Geist unseren Traum erschafft und wir das in der Hand haben sozusagen. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.